Hallo und herzlich willkommen zurück zu Anjas Themenkiste. Heute zeige ich dir, wie du auf deinem Smartphone einen neuen Kontakt hinterlegst bzw. dein Adressbuch ein wenig erweiterst. Ich habe dabei ein iPhone, also ein kleiner Apfel hier hinten drauf. Wenn du allerdings ein Android hast, ist auch kein Problem. Schau es dir gerne an. Grundsätzlich ist es von der Handhabung relativ ähnlich. Ich werde aber auch nochmal ein separates Video für die Android-Nutzer drehen. So, dann starten wir mal. Grundsätzlich musst du dir einmal deine App Kontakte suchen. Bei den iPhones hast du einfach einen kleinen Register mit einer kleinen Person drauf. Es steht auch unten drunter nochmal Kontakte. Da einmal drauf tippen und dann hast du schon mal deine kleine Kontaktliste. Wie du siehst, bei mir ist das Ganze noch relativ überschaubar, weil ich jetzt noch nicht so viele Kontakte hier drin habe. Und dann schau einfach mal, wo du dein Pluszeichen hast. Ich habe es hier bei mir rechts oben. Auf das Pluszeichen einmal draufklicken und dann öffnet sich auch schon die Kontaktliste, damit du den neuen Kontakt einpflegen kannst. Einmal den Vornamen eintragen. So, bei mir wird es der Max. Dann in die nächste Zeile einmal reintippen. Hoppala. Da haben wir den Herrn Mustermann. Und dann könnte ich zum Beispiel auch noch direkt eine Firma mit eintragen. Mache ich jetzt in meinem Fall nicht. Und dann habe ich hier etwas weiter unten den Bereich Telefonnummer hinzufügen und da einfach drauf tippen und da macht sich wieder das Nummernfeld auf und dann kann ich hier einmal die Telefonnummer von meinem Kontakt eintragen. Mache ich hier einmal kurz. Genau, das hat soweit funktioniert. Dann könnte ich hier, wenn ich jetzt noch ein bisschen weiter nach unten wische, noch zusätzlich eine E-Mail hinterlegen. Das mache ich hier jetzt auch noch, weil ich von meinem Kontakt eine E-Mail-Adresse habe. Das ist der mustermann@gmail.com. So, dann fahre ich noch ein Stückchen weiter. Dann könnte ich noch hier eine Adresse hinzufügen. Das mache ich. Es ist schließlich hier nicht nur ein Kontakt, sondern ein Adressbuch. Dann habe ich hier die Möglichkeit, die Straße zu hinterlegen. Machen wir hier einmal die Musterstraße. So, dann muss ich hier im Feld Postleitzahl noch einmal die Postleitzahl hinterlegen. Und dann im Feld Stadt einmal noch die Stadt eintragen. So, perfekt. Dann schauen wir, ob wir noch was haben, was wir hinzufügen möchten. Genau, wenn ich jetzt hier noch ein bisschen weiter runter gehe, dann kann ich hier auch noch ein Geburtsdatum hinterlegen. So, das mache ich hier jetzt noch mal kurz. In meinem Fall kann ich das drehen. Bei manchen muss man direkt drauf tippen und kann dann hier entsprechend auch die Zahl händisch eingeben. Jawohl, das passt jetzt für mich auch. So, und dann könnte ich hier ganz weiter unten nochmal zusätzlich ein paar Notizen hinzufügen. Brauche ich jetzt aber in meinem Fall nicht. Und dann, wenn das Ganze hinterlegt ist, gehe ich auf Fertig. Und dann habe ich im Endeffekt schon meinen Kontakt angelegt. Wenn es natürlich jetzt so ist, dass du sagst, oh, jetzt habe ich vergessen, was noch einzupflegen, dann kannst du auch immer hier rechts oben auf Bearbeiten gehen und dann bist du wieder in deiner Kontaktliste drinnen von, jetzt in meinem Fall, Max Mustermann und kannst dann nochmal etwas abändern oder noch hinzufügen. Oder wenn du sagst, hey, ich möchte sogar gerne ein Foto von meinem Kontakt hier drin haben, dann kannst du das zum Beispiel auch machen. Hier auf Foto hinzufügen klicken und dann kannst du zum Beispiel auswählen, ob du jetzt hier, wenn du auf das Kamerasymbol hier links tippst, direkt ein Foto sofort aufnimmst oder wenn du hier auf dem zweiten Feld ist die Mediathek sozusagen, wenn du schon ein Foto von deiner Kontaktperson hast, dann könntest du die hier eben auswählen. Du kannst aber natürlich auch einen ganz normalen Smiley zum Beispiel hinzufügen. Das mache ich jetzt hier einmal. Der Max Mustermann kriegt hier den Smiley mit der Sonnenbrille. Gehe hier auf Fertig, nochmal auf Fertig und mehr möchte ich nicht machen, also nochmal einmal auf Fertig tippen und dann habe ich den Max Mustermann hier einmal eingespeichert. Wenn ich jetzt hier oben links auf dem Pfeil zurück auf Kontakte gehe, dann komme ich wieder auf meine Übersichtsliste und dann siehst du hier eben auch in der Liste jetzt, dass der Max Mustermann abgespeichert ist. Ja, und das war auch schon das ganze Hexenwerk. Ich hoffe, dass dir das Video gefallen hat und dass du jetzt weißt, wie du einen Kontakt bei dir in deine Kontaktliste einpflegen kannst. Und
Wenn dir das Ganze behilflich war, dann lass mir gerne einen Daumen nach oben da und nicht vergessen, meinen Kanal abonnieren. Und dann freue ich mich, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute. Ciao!